einen stechenden Kaktus angreifen. LOL. Au. Alter. Alter. Verpiss dich. Alter, wie viele hier auch sind. Leck mich am Arsch. Alter. Alter. Nein. Wieso denn ich? Ich will nicht. Nein. Ich hab den Sniper. Alle down, glaube ich, oder? Mit Wort wohl. Der Sniper will nicht. Die lassen eindeutig zu wenig Munition fallen, die Arschkekse hier. Hier ist Wort. Hier ist ein MG, ein weißes. Wahrscheinlich scheiße. Wahrscheinlich. Ja, hier sind wieder Humanoide. Hä, wo müssen wir denn hier hin? Boah, ja, den fuck, hier anlabern. Alter, verpiss dich, du Drecksvieh, ey. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so wie Action wert bin. Ach, der irgendwo nicht. Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Warte mal, komm schon. Also der Schwang. Das war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und da war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Ja, für Reese machen wir was das. Was ich echt sagen muss. Psst. Ich. Manchmal kann dein Ego gehegt werden. Ja. Ja, Claptrap, das haben wir bis jetzt noch nicht gecheckt, oder was? Ich finde die Lichteffekte in dem Spiel extrem geil gemacht. Also auch mit der Sonne und so weiter. Wenn da irgendwie was dazwischen ist oder so, dass dann das so Schatten wird. Ist echt geil gemacht. Lol, der schwebt in der Luft, der Wichser da oben. Ach, das bist du schon. Was? Warum nennst du mich Wichser? Alter, ich bin so ein... Wer ist ein Psycho hinter dir, ja. Ja. Wäre viel geiler, wenn man den Mongo Kopf wegpusten könnte. Alter, ich muss. Da ist wieder so ein Schild, Mongo. Lol, das hab ich nicht mehr aufgenommen. Alter, der Schild, Mongo. Alter! Alter, der Schildtyp frisst aber ohne Ende. Leck mich am Arsch. Oh, damn! Jay, schieß mal auf den Kopf von diesem komischen Schildtypen da. Alter, ich kann Peter nicht wiederbeleben, weil ich die ganze Zeit weggeschleudert werde. Danke, Hardy. Jo. Bam. Du kannst ein richtiger Teamspieler sein, ich bin total überrascht. Ja, kannst du mal sehen. Mann. Super. Ich bin auch belohnt mit Erfahrung. So, weg die Sau. Da hinten ist noch so ein Fetti. Oh no! Oh no! Get us down! Ja, Standardzustand. Peter, müssen wir noch mal ein bisschen skillen hier, wa? Ich fühle mich einfach zu übermächtig, das ist nicht gut. Lol, was ist das denn für ein Arschloch? Selbstmord. Oh! Scheiße. Okay, das war nicht besonders sinnvoll, was der gesagt hat. Das Kleinste werden wir eh nicht schaffen, wir labern immer. Ja, wir können es ja mal probieren wenigstens. Ja, wir haben es glaube ich in jeder Session täglich verkackt. Aua! Das war... Aber der gute Wille zählt, ne? Ja, oh lala, jetzt bin ich hier wieder runtergefallen. Boah, welcher Wichser hat wieder den Schockbehälter angegriffen? Ihr seid solche fuck Mongos, ey. Ich hab den angegriffen. Ah, damit ich jetzt die Erfahrungspunkte kriege, um dich wieder zu überleben. Ich bin auf Medikits gestoßen, ich brauche Medikits. Ach Manu. Ich brauche noch 7 HP. Oh, Waffenkiste. So, jetzt, was haben wir denn hier? Hier unten ist noch ein Medikit. Aber Muni, oder? Nee.
Wir sind Shotguns wieder, das ist ja schön. Ach, mal was Neues endlich. Oh, Leute. Shotguns, tut mir leid, das wollen wir diesmal nicht absichtlich. Ja, Marsch. Hey, wo sind denn die Shotguns jetzt hin? Ja, ich sag, das war nicht absichtlich. Ich hab die Muni aufgesammelt. Warte mal hier. Ausnahmsweise war nicht absichtlich. Hier ist wieder Medikit 2 in meinem Raum. Hardy. Hier. Was? Zwei Medikits. Wo bist du denn? Ah, da. Aber Peter, wo sind die Medikits denn? War das nur eine Shotty? Ja, da musst du mich auch durchlassen. Ja, da war nur eine Shotty. Die andere habe ich genommen, Peter. Ich spiele jetzt auch mit Shotgun. Ah, deine Mutter. Ne, ohne Witz war das also echt nur eine Shotty. Ja. War eine MG. Ach komm, ey. Oh, fick dich. Nein! Nein, wirklich. Kann doch noch von hinten alles ankommen. Doch, Medikit. Okay. Eine Menge von hinten an. Moment, sollen wir nochmal hochkommen? Also wir können hier schon eigentlich wieder weggehen. Ja, aber wir sind hier gerade so, so fröhlich am Schnetzel. Da muss gerade ja noch Messer, mehr, oder? Wir sind noch Kisten, wir machen gerade voll. Nein, das ist doch mal Kisten voll. Mir gibt's bestimmt noch. Machst die Kisten voll. Ach, du bist derjenige, der die Kisten immer voll macht. Leute, ich hab Puppet! Boah, Jay war das bestimmt, oder? Nein. Nee, ich war das. Mal, oh mein Gott. Ja, Bram ist immer der eine. Ja, vor allem Bram steht daneben. Ich wollte nur wissen, was passiert bei so einem kleinen Fass. Das hast du gerade schon bei mir getestet. Geh nach Sanctuary zurück. Dann machen wir das. Backtracking. Du. Ah. Na, Hardy. Warte. So was sagt man aber nicht. Genau. Könntest du bitte auf den Günther zu sagen? Oh ja. Günther ist ein schmutziges Wort. Sehr witzig, Hardy. Aua! LOL! Hast du selber Damage dafür bekommen? Ja! Komm, fahr ich. LOL! Ey, du hast mein Auto geschlagen! Du, wie geil ist das? Schlägst du mein Auto oder was? Ja. Komm, fahr ich diesmal mal bei Hardy mit, mal gucken, was das bringt. Na, schon mal $3. Hat sich ja schon gelohnt. Oh, du bist so ein Speedy Gonzales, Junge. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Person des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Also, ich verspreche euch, euer Tod wird Ende sein. Wo müssen wir jetzt hin? Bist du das? Oh. Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Los, leck mir am Arsch. Alter, Johnny! Verdammt, ich fahr da weg. Sollte man mit Auto reisen oder ohne Auto reisen? Ja, du kannst da mit Auto rein. Lol. Oh. Na, ich sitze im Auto, Auto, wa? LOL! Ach, geht ja doch nicht. Was? Ausgezeichnet! Toll, dass ich ein vertrautes... Boah, weiß ja nicht immer, wo wir sind. Wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. Wieso habe ich denn hier auf einmal so viel Frames? Ah, vielleicht nur ein kleines Gebiet. Commander Roland gesprochen hat, derjenige, der Jack begegnet ist und verlebt hat. Wir brauchen deine Hilfe, aber eins nach dem anderen. Schließ den Energiekern an den Schildgenerator an. Dann tun wir das doch mal. So, Energiekern habe ich auch getan. Ja, den haben wir eigentlich mit Hardy und ich. Ah, jetzt muss ich wieder mit dem Bomben. Ihr da kurz seid, ziemlich lobig. Willkommen in Sanctuary, finde jetzt Roland. Belohnung, entweder eine MG oder eine Shotty. Kann ich das auswählen? Belohnung annehmen. Was? Ja, jeder kann, glaube ich, auswählen, oder? Tja, dann sollte ich das wohl mal machen. Kann man tatsächlich. Wieso kann denn jetzt jeder auswählen? Ich meine, ich habe natürlich die Shotty genommen. Ich kann nichts auswählen!
braucht deine Hilfe. Sag mal, Tab, du Stück. Ohne ihn haben die Crimson Raiders keine Chance gegen Jack. Oh ja. Hammer schlecht. Alter, hammer schlecht. Was bringt der mehr Kohle, die Schotti? Okay. Hier wäre eigentlich jetzt auch ein guter Platz für einen Cut, oder? Ich bin Hammer. Das, ja, quasi kurz bevor wir in die Stadt gehen, ne? Ja, richtig. So, kleiner Cliffhanger. Cliffhanger für uns. Außer für dich. Lol, ihr bettet euch jetzt. Scheiß jemand an. WTF. Das ging aber schnell. WTF. Ich mach ziemlich gut Damage. Ja, warte. Jetzt. Einmal geht noch. Ah, ein Duell. Oh Gott, Battle der Noobs, oder was? Alter, Ram hat ja mal gar keine Schnitte gegen Peter. Aller guten Dinge sind drei. Ja, warte, jetzt hab ich gerade F nicht mehr. Oh. Was ist denn dein F? Ach, F ist beide Waffen benutzen, oder was? Auch kein Leben, um dich zu besiegen. Du willst kämpfen? Ich hab immer noch kein F, machen wir das ohne. Leute, du bist raus, Mann. Das geht nicht. Alter, wie viel Damage du? Okay, wenn man den einmal kurz verlässt, ist man schon durch. Ich kann dich leider auch nicht hochheben und stunnen für 10 Sekunden. Ja, das wäre natürlich auch blöd bei dem PvP-Ding, wa? Ja, wäre nur fair. Wenn du deine Fähigkeit benutzen kannst, ja, das ist auch wieder wahr eigentlich. Okay, dann machen wir hier einen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Machen wir hier einen Cut! Und rein, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 mit Brammen, Jay und Hardy. So, was ist denn hier überhaupt unsere? Ich glaube, wir müssen jetzt da rein, nach Sanctuary. Ja, das glaube ich. Weil wir haben ja letztes Mal das Tor aufgemacht, soweit ich mich erinnern kann. Kriegt man hier nicht... Ah, ne, stimmt. Hier oben waren Questsachen und so. Ja, genau. Das sieht ja voll kacke aus, der Typ. Sanctuary. Erbaut auf den Ruinen des besten interplanetaren Bergbauschiffs der Dawn Corporation. Jetzt letzte Zuflucht für Diebe, Mörder und Ausgestoßene. Willkommen daheim. Willkommen daheim, Mama! Ja. Also ich muss mal kurz das Fenster zumachen. Draußen ist irgendeine Veranstaltung mit Lautsprecher. Ich mein Gott. Gegen eine Sirene gekämpft? Christopher Street Day bei Peter. Ja. Aber ich hab gar nichts von dem gehört, den Bob. So, go, go. Wir müssen hier mit dem Bob reden, oder was? Oh, hier ist was. Leute. What the fuck? Oh, Kacke. Du bist von Hyperion? Ich hab gehört, ihr seid alle Roboter und fresst Metall aus dem Müll. Als Roland verschwand, wusste ich, dass ihr Todesmaschinen kommen würdet, um mich zu holen. Falls du mich töten willst, solltest du wissen. Lebend kriegst du mich nicht, du Roboter-Kackfass. Scooter. Ja Bescheid. Catch a ride. Da häng mich einer mit dem Kopf nach unten an einen Telefonmast, überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ants. Ah, okay. Du bist kein wo seid ihr denn? Roboter. Du hier, bist ein lol, wo bist du? Das ist bei dem Typen. Ah. Ich muss jetzt auch mit hat er gerade was von Einhorn gesagt? Ja. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Leute, bin ich hier lang gelaufen? Ich hab gehört, wie die Crimson Raiders darüber sprachen. Roland sagte mir, wenn er jemals verschwinden würde, sollte ich Plan B einleiten. Oder wie er es nannte. Plan, verwandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung. Ich hab hier ein paar Treibstoffzellen. Die wirst du brauchen. Oh, und du brauchst auch dieses Iridium. Ja, damit. Du hast ein Stück Iridium gefunden. Iridium ist einer der begehrtesten Rohstoffe von Dora, seit die Kammer geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um dir auf dem Schwarzmarkt Charakter-Upgrades zu kaufen. Habt ihr auch Iridium bekommen? Was? Die Kammer des Schreckens wurde wieder geöffnet? Oh mein Gott. Was? Was? Hier. Verdammt, die haben vier Stück hab ich jetzt. Wenn du I drückst, hast du unten E4 ja, stehen. Was? Vier? Vier. Tatsache. Wo? Nimm die Treibstoffzellen mit. Wo steht das? Einer. Wenn du I drückst. Die zweite? Was bringt mir der Scheiß? Kannst du irgendwo Charakter-Upgrades mitkaufen und zwar im Schwarzmarkt. Wo sind hier die zweite? Ah, hier oben ist die zweite. Ist da eventuell auch ein Schwarzmarkt? Okay, gehen wir ins Stadtzentrum und schließen diese Treibstoffzellen an die Triebwerkszünder an. So komm ich da rein. Weshalb ich dir das Ridrock gegeben habe. Du kannst die letzte Zelle in Earls Schwarzmarkt kaufen. Aber sei vorsichtig. Earl ist verrückt. Er hat mal einen meiner Wagen gefunden.